Meine Damen und Herren, nachdem wir Zeugen, Mitwirkende, Mitwissende der Offenbarung des Schönen geworden sind, ist es meine Aufgabe als Philosoph, dem Imperativ Gedenke nachzukommen, weswegen ich heute einige Reflexionen, das heißt Widerspiegelungen dieses Schönen, das wir jetzt noch in unserer Seele tragen und gleich wiederholen werden, zum Besten geben werde, und zwar anhand von drei Themen, die, glaube ich, diese Kantate besonders meisterhaft durchschreitet. Das Schöne, das Gute und Gott. Das heißt, drei Themen, die in dieser dunklen Zeit, deren Ende wir uns herbei wünschen, Gottlob, nun geht das Jahr zu Ende, besonders not tun. Beginnen wir mit dem Schönen. Das Schöne, so kann man sagen, ist der Selbstbezug, die Selbstreferenz der Kunst. Die Kunst ist das paradigmatische sich ins Werk setzen der Schönheit. Sie ist, wie der große Philosoph Platon vor einigen Jahrtausenden sagte, das, was unter dem, was es gibt, am meisten hervorsticht. Das Ekphanestaton ton onton, das, was leuchtet. Darauf werden wir gleich noch kommen. Das Schöne also ist die Selbstreferenz, die Selbstbezüglichkeit der Kunst. Und Bach, so kann man sagen, arbeitet durch die Wahl dieser Texte, wenn wir in den Kantatentext jetzt schauen, ganz bewusst und in der üblichen Meisterklasse, in der er sich bewegt, mit dieser Eigenschaft der Kunst. Es geht los mit Gottlob, ja, was nicht nur der Ausruf ist, sondern natürlich auch die Ansage dessen, was jetzt folgen wird, ein Lob auf Gott. Und ich glaube auch, dass er, ironisch wie er war, auf der musikalischen Ebene ist das bekannt und wohl analysiert und die Wahl der Texte offenbaren das auch, natürlich nicht zurückhält mit einem kleinen Hinweis darauf, wer eigentlich hier die Kontrolle über die Komposition hat. Wenn es heißt, Gott ist ein Quell, wo lauter Güte fleust, dann könnte man auch sagen, Gott ist ein Bach. Ja, also... Und das ist die Eigenschaft der Kunst, die ich meine. Ja, ich werde noch auf ein paar andere Passagen hinweisen. Er arbeitet natürlich die Bewegung durch die Tonleiter, die wir alle zu schätzen wissen, für die wir ein Gehör entwickelt haben. Er arbeitet natürlich damit, aber auch der Gebrauch des Textes, gerade auch in dieser Kantate, ist besonders eindrücklich. Gott ist, wie gesagt, ein Quell, wo lauter Güte fleust. Gott ist aber auch ein Licht, wo lauter Gnade scheinet. Ja? Oder, wie der große Philosoph Hegel die Kunst definiert hat, die Kunst ist das sinnliche Scheinen der Idee. Das sinnliche Scheinen der Idee. Und die Idee ist hier die Idee des Guten, darauf werde ich noch kommen. In der Kunst scheint das Gute durch auf eine Weise, die nicht vertretbar ist. Es gibt keinen Ersatz für die Kunst und es gibt auch keinen Ersatz für dieses Werk. Ich kann das Werk ein Leben lang kommentieren und es wird niemals möglich sein, das Werk selber zu erschöpfen. Denn, so hatte ich meine Überlegungen begonnen, wir wirken alle mit an der Interpretation des Werkes. Die Aufführenden, indem sie das Werk zum Leben bringen, und wir, die Hörenden, die dafür sorgen, dass wir das Resonanzwerk sind, der Resonanzboden dieses Werks. Das Werk kann nicht existieren ohne die Hörenden. Selbst der Künstler, der das Werk komponiert, hört das Werk zum ersten Mal. Auch der Künstler ist abhängig von seinem Werk. Niemand ist über das Kunstwerk erhaben. Daher sucht dieses Kunstwerk ganz bewusst die Nähe zu Gott. Ja, darauf werde ich in meinen abschließenden kurzen Überlegungen kommen. Ja, Gott fällt ja auch immer wieder. Bach arbeitet aber, glaube ich, auch damit, dass natürlich schon der Dichter, den er hier zitiert, Erdmann Neumeister in den Sätzen 1, 4 und 5 selbst diese Eigenschaft der Kunst verwendet. Das Wort neu fällt nur in diesen Sätzen. Ja, der Neumeister tritt hier in Erscheinung, ja, denn das neue Jahr, das jetzt heranrückt, ist ja das Jahr, das das lyrische Ich, also derjenige, der hier spricht, ja, herbeizitiert und das in dieser Form der Vertonung zu uns spricht, in den verschiedenen Ebenen, die die Kunst anbietet. Visuell, das Licht, ja, vokal, wir haben es ja hier mit dem vokalen Werk zu tun, und natürlich vor allen Dingen durch die Musik und ihre eigene Bildlichkeit. Das also ist das Schöne, die Selbstbezüglichkeit der Kunst.
Ja, und diese Form der Selbstbezüglichkeit werden Sie in jedem großen Kunstwerk beobachten können. Das ist eben der wesentliche Unterschied zwischen Kitsch, Madonna, entschuldigen Sie, dass ich sowas hier aufgerufen habe, und dem, was wir heute gehört haben. Oder, wenn ich so sagen darf, zwischen Goethe und Kim de Lorison. Ja, es geht also darum, ja, auch da gibt es Selbstreferenz, aber die Selbstdifferenz hat verschiedene Ebenen einer Komposition. Denn jedes Kunstwerk, und deswegen ist die Kunst besonders eindrücklich verkörpert in der Musik, jedes Kunstwerk ist in seinem Wesen Komposition. Das heißt, die Anordnung von Elementen, die unwiederbringlich und nur ein einziges Mal möglich ist. Ja, deswegen ist jede Aufführung einer Kantate auch letztlich ein anderes Werk, an dem wir mitwirken. Und wenn Sie so wollen, ist dieses Werk, diese Kantate, etwas, was sich durch die gesamte Zeit zieht, als die Summe aller gelungenen Aufführungen dieses Werkes. Das Werk ist nicht das, was Sie im Notentext sehen, das Werk ist nicht das, was Sie einmal gehört haben, sondern das Werk ist das, was in jedem von uns unendlich oft sich wiederholt. Wie gesagt, wir sind der Resonanzboden des Schönen. Das ist Teil der heute in Gefahr geratenen Menschenwürde. Damit komme ich zum Guten. Das Gute ist die Fremdreferenz des Schönen. Das heißt, das Gute ist der Ort, den das Schöne in seiner Zeit findet. Das Schöne und das Gute sind verwandt. Das Tun des moralisch Richtigen und der höhere Erfolg, das gelingende Leben, sind verwandt. Oder, wie Neumeister sagt, von Bach vertont, Wohltun und Wohlsein begegnen sich einander. Ja, das Wohltun, das Tun des moralisch Richtigen und das Wohlsein, die Erfahrung des Schönen, begegnen sich einander, und zwar im Segen dieses Werkes. Auch der Segen fällt genau zweimal im Text, einmal eben als Segen, den Gott gibt, und darin, dass Gott uns im heurigen Jahr gesegnet hat, durch die Begegnung, wie der Text sagt, von Wohltun und Wohlsein. Und dadurch eröffnet sich die Aussicht auf ein neues Jahr, dessen Ziel darin besteht, damals, wie insbesondere heute, dass wir, die Menschheit, sich von bösen Wegen kehrt. Ja, und das gelingt nur dadurch, sagt jedenfalls dieses Werk zu uns, dass wir Gottes Wort von Herzen hören. Und was heißt es, ein Wort Gottes von Herzen zu hören? Nun, es heißt, Mitwirkende zu sein an der kontinuierlichen Wiederschöpfung dieses Werkes. Das heißt es, Gottes Wort von Herzen zu hören, mitzuwirken an der Aufführung dieses Werkes, indem wir Resonanzboden sind für etwas Absolutes. Und damit kommen wir zu Gott, und da werde ich weniger sagen. Gott ist ein gefährliches Territorium für Philosophen, und ich bin noch zu jung, um ein Buch über Gott zu schreiben. Wenn ich es bis 80 schaffe, werde ich die folgenden 5 Jahre meines Lebens mit dem Buch über Gott zubringen. Bis dahin bin ich vorsichtig, auch wenn die Sternstunde Religion mich vermutlich im kommenden Jahr dazu nötigen wird, mich zu Gott im Schweizer Fernsehen zu äußern. Also tue ich das hier vorsichtiger. Gott ist etwas, sagt der heilige Anselm, das größer ist als alles, was wir denken können. Bekannt ist eine Formel von ihm, der zufolge Gott das Größte ist, was wir denken können, weswegen Gott notwendigerweise existiert. Aber er fährt fort mit der Idee, dass Gott größer ist als alles, was wir denken können und deswegen letztlich kein Thema der Philosophie. Ja, Gott ist ein Thema der Offenbarung. Und eine Art und Weise, in der Gott sich offenbart, ist die bildliche Sprache nicht nur der Bibel und anderer heiliger Texte, sondern auch der Tonsprache, die wir heute gehört haben, die genau damit arbeitet, dass es möglich ist, Gott sichtbar zu machen, ohne eindeutig zu sagen, wer oder was Gott ist. Oder wie die Bibel uns lehrt, niemals wurde Gott gesehen. Gott hat niemand gesehen. Gott ist das Unsichtbare und damit der Berührungspunkt des Schönen und des Guten. Dort, wo das Schöne und das Gute sich in einer Offenbarung begegnet, dort erzeugt sich Gott. Mehr können wir nicht wissen. Und deswegen ende ich an dieser Stelle mildiglich und freue mich auf die Wiederholung dieser großartigen Kantate in Meisterform durch unseren Neumeister. Vielen Dank.